Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und heute ziehen wir die nächsten drei Tarotkarten für die Sternzeichen Krebs, Löwe und Jungfrau. Wir beginnen mit dem Krebs. Deine Tarotkarte, lieber Krebs, ist der Narr und zeigt das Kind in uns, und dass du einen neuen Erfahrungsbereich betrittst. Dafür benötigst du keine Vorkenntnisse, wohl aber Neugierde und Bereitschaft, vorbehaltlos lernen zu wollen. Du hast alles bisher sorglos betrachtet und warst auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Du hast darauf vertraut, dass sich alles von alleine regelt. Agiere wieder zu naiv, leichtfertig und töricht, sondern klug, sachlich und realistisch. Damit tust du dir den größten Gefallen. Das zeigt dir auch deine Zusatzkarte, nämlich der Ritter der Kelche. Diese Karte steht für eine friedliche, liebevolle Atmosphäre, gute Laune, die Weisheit des Lächelns und die Stimmung, in die du dich mit Freuden verliebst. Deine Angelegenheiten betrachte friedfertig und ruhig, denn du bist anderen gegenüber guten Mutes und wohlgesonnen. Sei doch etwas engagierter, eindeutiger und konfliktbereiter zu deinen Vorhaben. Das führt dich zu deinem genialen Erfolg. Jetzt zum Löwe. Deine Tarotkarte, lieber Löwe, ist der Herrscher. Diese Karte steht für das strukturelle Element unseres Verlangens. Stabilität und Kontinuität. Du wirkst beherrscht, manchmal auch eisern und verschlossen. Realistisch hast du bisher gezeigt, dass du deine Vorhaben stabil und strebsam verfolgst. Doch überdenke einmal, ob du nicht zu streng und zu autoritär warst. Und deine Zusatzkarte ist der König der Münzen und verkörpert die männliche Seite des Erdenelementes. Er strebt nach Besitz und Sicherheit, also in unserem Sinne für Realität. Bisher hast du nüchtern und sachlich deine Angelegenheiten betrachtet und damit deinen Sinn für das Machbare einfach bewiesen. Du solltest dir Klarheit schaffen, ob du dabei zu fantasielos und etwas risikofreudiger sein solltest. Das bedenke einmal. Jetzt zur Jungfrau. So, liebe Jungfrau, für dich habe ich die Tarotkarte der Eremit gezogen. Er lebt in Zurückgezogenheit und bisweilen in innerer Einkehr. Bisher bist du bescheiden und bedächtig aufgetreten und hast mit Ernsthaftigkeit und Konzentration deine Vorhaben verfolgt. Aber du hast auch mit deiner Lebensklugheit überzeugt. Manchmal wirktest du allerdings vereinsamt, vielleicht auch verbittert. Wie ein Eigenbrötler. Sei glaubwürdig und zeige, dass du mit Ernst und Selbstdisziplin deinen eigenen Weg gehst. Deine Zusatzkarte ist das Ass der Stäbe. Wie viele anderen Asskarten steht auch diese Asskarte für Chancen, für deine Chancen, die wir in uns entdecken müssen. Hier geht es um Lust zu Unternehmungen. Nicht zuletzt zeigt diese Asskarte auf Bereiche der Selbstentfaltung.
das stärkt deinen Willen zur Lebensbejahung und zu neuen Optimismus. Denn das kann bisweilen zu hitzigen Phasen fehlender Geduld führen. Bist du sicher, dass du bisher in ausreichender Geduld gehandelt hast? Das überdenke bitte noch einmal. So, das waren die zweite Ziehung der Tarotkarten für die Zeit vom 9. bis 15. Oktober 2017. Und morgen kommt der letzte Teil für die letzten Sternzeichen. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.